Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Beidkrieger. Und es geht weiter mit Zelda Twilight Princess. Wir haben hier an der heißen Quelle uns ein bisschen ausgeruht. Und sind jetzt wieder fit, weiterzumachen. Also, der Sohn von dem einen Koronin soll ja auf jeden Fall hier irgendwo sein. Und einen Laden eröffnet haben. Sofern ich das noch in Erinnerung habe. Aber wo das Ganze war, ist die Frage. Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie schon wieder zum Verkauf an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du auf das Dach von dem Laden hier willst, schleudere ich dich hoch. Wie wär's? Also dann, steig auf meinen Rücken. Wenn's denn sein muss, machen wir das Ganze mal. Ich hoffe, wir überleben es auch. Oh, bisschen schief gegangen. Ziehen müssen wir anscheinend noch selber. Ja, dann ein neuer Versuch. Diesmal sollte es doch funktionieren. Ah, da sind wir auch schon oben. Was gibt's denn hier? Ich glaube, das war das letzte Mal noch nicht da, oder? Burns Bombodrom. Ah, das war das, wo die ganzen Lampen verboten sind. Jep, genau. Feuergefahr. Wenn da Sprengstoff überall ist, wird's auch nicht wundern. Oh, hallo. Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte, wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Bombenverkauf im 10er-Pack ist zwar nur das Standardmodell, hat aber trotzdem enorme Sprengkraft. Aber du hast ja gar keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe gerade für 120 Rubine eine prall mit Bomben gefüllte Tasche als Prämienpackung im Angebot. Wie wär's? Ja, die können wir uns auf jeden Fall leisten, nehmen wir auch so. Ach, so ist das. Na dann, viel Spaß mit meinen exquisiten Bomben und ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. Noch etwas. Wenn du Bomben in Kombination mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schickte dir demnächst mal einen Brief, da findest du alles genau beschrieben. Kannst du alles nachlesen, wenn du willst. Du erhältst eine Bombentasche voller Bomben. Mache eine Bombe mit Y, ja, lege sie auf eine Taste, um sie abzulegen oder im Laufen zu werfen. Können wir da noch mehr kaufen? Ah, okay, die ist schon komplett voll. Das macht durchaus Sinn, dass wir dann keine mehr nehmen können. Die Frage ist, können wir eventuell... Meinte er jetzt dieses mit dem Shop? Ich glaube schon. Ja, das ist der Bombodrom. Ist hier auch was? Schauen wir mal rein. Vielleicht gibt es ja auch was. Naja. Ich glaube, hier scheint es nur Ratten zu geben. Ich nehme es mal mit. Was ist das? Ach, eine Ameise. Ihr goldener Körper erfreut jeden Insektenliebhaber auf dem Ausrüstungsbildschirm zu sehen. Und das ist aber fein. Ich hasse Insekten. Alles, was mehr als zwei Beine hat und fliegen kann, ist nicht sehr gut. So, fragen wir ihn nochmal. Dieses Dorf hat in kurzer Zeit viel durchgemacht, aber jetzt kehrt langsam das Lachen auf die Gesichter der Bewohner zurück. Ach, Taro geht es jetzt endlich besser. Er war ja wegen der Sache mit Colin sehr niedergeschlagen. Ich wollte ihm helfen, aber er ist ganz allein zu diesen Wachposten gegangen. Geh doch mal zu ihm. Er ist meist auf seinem Wachposten, hoch über den Dächern von Burns Bombodrom. Da waren wir doch gerade schon. Aber gehen wir einfach mal nochmal rein. Das Hotel ist ja noch nicht wieder eröffnet. Schade. Ist vielleicht auch besser so, weil 100 Rubine sind schon einiges. Erstmal wieder hoch aufs Dach.
Ja, da haben wir uns ein bisschen in den Kopf gestoßen. Aber das macht gar nichts. Das sind wir ja schon gewohnt inzwischen. So. Da ist das Haus, das wir abgefackelt haben. Betreten verboten. Dafür ist es jetzt zu spät, würde ich sagen. So. Hier oben soll irgendwie ein Wachposten sein. Ah, er wahrscheinlich. Fragen wir doch einfach mal nach. Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Todesberg zu bewahren. Willst du dich oben mal umsehen? Tolle Landschaft da. Da steig auf meinen Rücken. Also dann, steig auf meinen Rücken. Ich hoffe, er meint in diese Richtung. Ah, das war aber nicht ganz was. Man sieht halt auch vorher nicht, wo es dann auch hingeht. So ein bisschen kompliziert manchmal. Nee. Klappt das jetzt mal? So. Können wir nicht über das Gelände auch springen? Ja, hat geklappt. Was ist denn hier drinnen eigentlich? Sehen wir uns hier mal um. Oh, eine Schatzkiste. Da geht's ganz schön runter. Ist die Frage, ob da unten noch was ist. Ich sehe jetzt gerade aktuell nichts. Aber ich will nicht runtergehen, wenn wir nicht wieder hochkommen. Sieht jetzt auf jeden Fall nicht so aus, als ob da unten was wäre. Wir nehmen uns mal die Schatztruhe hier mit. 50 Rubine. Da füllen wir uns schon wieder auf. Fein, fein. Dann sehen wir mal zum Wachposten hoch. Das ist schon ganz schön hoch, muss ich sagen. Hier will man nicht runterfallen. Beid! Ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Beid. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Bitte. Na gut, müssen wir aber wahrscheinlich wieder auch. Da vor der Quelle steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeig mir von dort aus, ja? Okay. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordnung habe ich dich noch nie mit einem Bogen gesehen. Da hatten wir auch noch keinen. Naja, egal. Versuche erstmal das da zu treffen. Ja, nichts leichteres als das. Na schön, das war natürlich viel zu einfach. Wie wär's damit? Da brauchen wir nicht mal zielen. Ja, vielleicht ja doch. Hey! Hier oben! Als letztes Versuch, das hier zu treffen. Ist ja überhaupt nicht gefährlich. Oh oh, wir haben dich anvisiert. Nein, 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 ich will weitermachen. Ja, ist ja gut, weil du schlauer bist als wir, oder wie? Ich will nur... Ich sehe es ja nicht. Jetzt einfach so auf gut Glück, oder wie? Ah, hat sogar geklappt. Yay! Wahnsinn, du hast getroffen. Danke, Bald. Na nun, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Wälz dein Herzteil.
Du hast jetzt insgesamt 5, du erhältst ein weiteres zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Da freue ich mich doch drüber. Wir haben jetzt schon 6 Herzen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir müssen... Wo müssen wir hin? Irgendwo nach Süden hieß es. Gute Frage. Vielleicht in der Ebene von Hyrule, vielleicht kommen wir da nach Süden. Werden wir das Ganze einfach mal testen. Kann ja nur schief gehen. Ich frage mich immer noch, ob das unsere Roxy ist. So, Süden. Byte, wo bist du? Ah, der schon wieder. Hallo, Byte. Ich habe Post für dich. Ich habe hier 3 Briefe für dich. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. So, so. Wollen wir uns die Briefe erstmal anschauen? Das war falsch. Wir müssen hier hin. Lieber Freund, ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine frohe Zeit miteinander verbracht. Sogar mein Liebling hat seit langer Zeit mal wieder gelächelt. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, aber die Tante und ihr Liebling reisen weiter. Die Welt ist groß und es gibt viel zu entdecken für Kreaturen wie uns. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann einmal wieder. Mein Liebling und ich, wir würden uns beide sehr freuen. Also bis dahin, die Tante. Okay, die kennen wir ja schon. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber nur durch zahlende Kunden wird. Nur der zahlende Kunde wird bei uns König. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bomb wird auch Sie überzeugen. Bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen mit Hilfe von ZL als Bombenpfeile verwendet werden können. Wir sind sicher, auch diese Einsatzmöglichkeit für Burns Bomben wird Sie überzeugen. Also alles nur Werbung zum größten Teil. Die gibt es anscheinend hier auch. Wo müssen wir hin? Wir gehen einfach mal hier lang. Da geht es nämlich nach Süden. Weiß auch noch nicht, wo genau wir da hin müssen. Aber wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Ich finde es ja schade, dass wir uns nicht mehr teleportieren können. Bin ich auch irgendwie etwas unverständlich, warum nicht? Sehr, sehr seltsam. Wir reiten wie ein Besoffener. Die Frage ist, wo kommen wir jetzt raus? Kommen wir jetzt wieder... Ja, wir sind hier wieder beim Wald von Firone. Steigen wir mal ab, vielleicht hat der irgendwie was Neues zu melden. Hey, ja, willst du? Du kannst entweder... Ja, nein, brauchen wir nicht. Alle wollen sie uns etwas verkaufen. Wir wollen doch gar nichts kaufen. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier lang oder hier lang? Nee, ich glaube, wir müssen hier lang. Ansonsten schauen wir gleich nochmal auf der Karte. Aber es schadet uns gar nicht, wenn wir nochmal ins Dorf zurückgehen. Weil da könnten wir vielleicht eventuell noch irgendwie was Neues finden. Wer weiß. Oh, das könnte gefährlich werden. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Und wir müssen ja auch noch Bescheid sagen, dass die Kinder in Sicherheit sind. Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr.
Schauen wir mal in den Laden. Perfekt gewendet. Okay, da gibt's nichts Neues, oder? Nö. Nichts Neues für uns. Moment, vielleicht müssen wir die ansprechen. Stimmt. Das hätten wir vielleicht tun sollen. Beid, stimmt es wirklich, dass du die Kinder gefunden hast? Wir sind dir alle so dankbar, Beid. Wirklich, vielen Dank. Endlich kann man wieder in Ruhe Handel treiben. Beid, ist bei dir auch alles in Ordnung? Vielleicht habe ich ja etwas, das du brauchen kannst. Zieh dich ruhig um. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich brauche nichts davon. Aber danke. So, dann sagen wir auch noch mal dem alten Mann Hallo. Beid, man erzählt im Dorf, du hast die Kinder gerettet. Danke, vielen Dank. Ja, schon gut. Haben wir gerne gemacht. So, da hinten steht auch noch jemand. Wir könnten wieder ein paar Kürbisse zerdeppern. Geben uns ja wieder Rubine. Beid, die Kinder sind gerettet. Danke, vielen Dank, Beid. Ja, kein Problem. Wir holen uns die Kürbisse dafür. So. Zum Bürgermeister könnten wir auch noch schnell schauen. Dann nehmen wir unser Pferdchen gleich mit. Dann geht's noch auf die Weide. Da oben liegt ein Rubin. Frage ich mich, wie wir da rankommen. Gehen wir mal zum Bürgermeister. Ich hoffe, meine Stiefel sind dir von Zeit zu Zeit nützlich. Du kannst sie ruhig benutzen, so viel du willst, aber rede darüber nicht allzu viel mit Leonard. Und auch nicht mit den Ältesten der Roronen. Okay, du bist sehr verschwiegen. Wir sollen anscheinend nichts erzählen. So, hier ist nochmal der Kampfsaal. Hier sind noch ein paar Sachen an der Wand. Der Ringkampf, Teil 3. Vor dem Kampf hebe dein Bein und tritt fest auf. So zeigst du deinem Gegner deine Kraft. Ja, das kennen wir doch alle schon. Das brauchen wir doch eigentlich nicht wissen. Ilia ist ja nicht hier. Die ist in diesem, bei dem anderen Lichtgeist, nehme ich mal an. Mal sehen, vielleicht finden wir sie ja. Wäre schon ganz cool. So. Schauen wir nochmal auf die Weide. Vielleicht gibt es da noch was zu tun für uns. Beziehungsweise könnten wir auch mal ausprobieren, ob das Pferd auf den Grashalm reagiert. Sollen wir die reintreiben? Klappt es? Wir werden es einfach mal versuchen. Ich glaube, die wollen noch nicht rein. Ich habe schon gehört, Beid. Sie sind alle in Kakariko, oder? Wir im Dorf waren so niedergeschlagen, aber jetzt geht es allen schon viel besser. Das verdanken wir nur dir. Wirklich danke, Beid. Jo, gern geschehen. Absteigen, bitte. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier auch auf den Grashalm reagiert. Dann wird das schon Roxy sein.
wenn sie darauf reagiert. Aber mir bleibt immer noch schleierhaft, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe fast die Vermutung, dass wir vorbeigelaufen sind. Hat aber nicht geschadet, so konnten wir wenigstens im Dorf Bescheid geben, dass die Kinder in Sicherheit sind und sich niemand mehr Sorgen machen muss. Und das wollen wir ja nicht. So. Ich denke mal, wir müssen bei der Ebene von Hyrule irgendwie schauen, dass wir da anderswo hinkommen. Vielleicht ist da jetzt irgendwie was freigeschaltet. Ansonsten hätte ich noch eine Idee. Nämlich in Kakariko hinten raus. Da, wo wir auch das eine Kind gerettet haben. Vielleicht ist da jetzt irgendwie ein anderer Weg oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Das werden wir aber gleich rausfinden. So, wir können... Hier oben ist eine Fahne. Vielleicht hat er auch die was zu sagen. Fällt mir gerade auf. Hier konnten wir ja vorhin auch nicht weiter. Schauen wir mal geradeaus. So. Ne, da können wir immer noch nicht weiter. Nö, du holst uns nicht. Unfreundliche Gesellen hier. Kann man nur von Glück reden, dass wir auf dem Pferd unterwegs sind. Oh. Aber es reiten können wir immer noch nicht. So, jetzt sind wir hier. Vielleicht geht es hier nach rechts raus irgendwie. Nee, das ist einfach nur ein großer Fels. Moment mal, großer Fels? Vielleicht nützen uns die Bomben hier was. Legen wir uns die einfach mal auf Z. Möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wir sollten weglaufen. Jep, hier ist auch schon was. Schauen wir mal, ob wir Roxy damit reinnehmen können. Ich glaub's aber fast nicht. Aber sie hat wenigstens noch geholfen, das Ding hier wegzuräumen. Nee, das dachte ich mir schon. Schauen wir mal trotzdem hier rein. Das sieht doch mysteriös aus. Brauchen wir die Lampe? Nö. So. Wir kaufen uns ja auch kein Lampenöl, sondern klauen es ganz einfach bei dem Raben. Oh. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Das ist, glaube ich, so ein Art Irrgarten. Oh, da haben wir wieder einen von unseren Freunden. Oh, da haben wir ihn auch schon. Oh, hier geht's auch noch lang. Das ist ja ein richtiger Irrgarten hier. Hm.
Frage ist auch, ob wir hier jemals wieder rauskommen. Ah, 50 Rubine, auch nicht schlecht. Allerdings trotzdem nicht das, was ich mir erwartet hatte. Oh, ich hasse Ratten. Okay, hier geht's noch nach rechts. Da oben ist ein Licht, da gehen wir jetzt mal noch nicht hin. Hier sind vielleicht noch ein paar Kronen. Können wir das anzünden? Sowas dachte ich mir schon. Was haben wir denn hier? Noch ein Herzteil. Sehr schön. Können wir wirklich jedes einzelne gebrauchen davon? Uns geht bald das Lampenöl aus. Ach, das ist ein Monster, oder was ist denn das? Los, weg hier. So langsam mache ich mir Sorgen. Wir legen einfach mal ein Bömmchen hin. Okay, ich glaube, der ist noch zu stark für uns. Da haben wir noch keine Chance. Obwohl, vielleicht mit dem Boomerang. Oh, nicht noch eine Bombe verschwenden. Naja, das war jetzt nicht so geplant. Hier war es auch nicht. Ich spare mir mal das bisschen letzte Lampenöl auf. Wir sind schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Das ist so ein richtiger Irrgarten. Nee. Hier hoch, glaube ich, war es. Nicht schon wieder die Bombe. Jetzt wird's aber langsam lächerlich. Ah. Wir hauen lieber ab. Sicher ist sicher. Wer weiß, was da noch passiert. Nicht, dass uns diese komische Lampe oder was weiß ich, was das ist, auch noch umbringt. Oh, Ratten. Noch mehr Ratten. Viel zu viele Ratten. Okay, das kriegen wir wohl auch nicht. Ein Boomerang eventuell. Jo, ein paar Rubine, warum nicht? Wir sind zwar schon voll. So, dann gehen wir auch wieder raus aus der Höhle. Wir scheinen hier nämlich noch nicht großartig weiterzukommen. Was ist denn hier noch? Ah, hier schauen wir trotzdem noch lang.
Wir lassen uns die Kisten nämlich nicht entgehen. Ein hylianischer Stempel. Was ist jetzt gerade passiert? Moment. Was war das jetzt? Ich bin hier rechts entlang gegangen. Ist hier irgendwo ein Loch gewesen? Ich glaube, wir sind gerade durch die Welt durchgefallen oder so. Irgendein Bug vielleicht. Gelbes Schleimgelee. In die Lampe rein. Ja, wenn das funktioniert, warum nicht? Das ist keine Bombenstelle, oder? Nö. Sieht zumindest nicht so aus. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem jetzt mal hier raus, weil sonst werden wir hier nicht weiterkommen. Komm, weiter mit dir. So, da sind wir auch wieder in Kakariko. Diesmal gehen wir mal durch Kakariko durch, vielleicht kommen wir da hinten wieder raus. Nee, nee, komm, weiter mit dir. Ebene von Hyrule. So, so. Da sind wir aber das letzte Mal nicht hingekommen. So, wo müssen wir hin? Wir können geradeaus oder links? Wir schauen erstmal links, was hier gibt. Ah, da geht's wieder in die Schatten. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Aber dann werden wir wieder zum Wolf. Nee, hier können wir doch noch nicht hin. Dann gehen wir erstmal oben entlang. Ist das das Schloss? Ich glaub's fast. Das könnte doch das Schloss sein. Das war hier, wo wir das letzte Mal den einen Reiter fertig gemacht haben. Schubs uns da bloß nicht runter, ich sag's dir. Oh. Aber jetzt? Da fällt mir noch was ein. Ah, hier kommen wir jetzt vielleicht mit den Bomben weiter. Und ob die Bomben hier funktionieren, das sehen wir wieder, wie gehabt, im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao, ciao.